gerade gebacken, oder was heißt gebacken, Marzipankartoffeln gemacht für meine Familie, also für Weihnachten als kleines Geschenk. Ich dachte, ich erzähle noch mal ein bisschen von den letzten Tagen. Ich habe leider nicht so viel gefilmt. Ich war nämlich ja in der Familie, also bei dem älteren Pärchen bis Freitag. Und dann bin ich, bis Samstag, und dann bin ich für eine Nacht mitgekommen mit Milena zu einer anderen Hufing-Familie, wo sie Hufing gemacht hat, auch schon davor. Die waren aber gar nicht da, also es war so eine Art Farm-Sitting sozusagen. Da waren dann noch so andere Franzosen und die haben da auch dann gearbeitet und ich war halt nur eine Nacht da, das heißt, ich musste auch nicht arbeiten. War dann voll entspannt und dann am Morgen die Französin musste sich halt um die Pferde kümmern da und deswegen hatten wir dann auch die Gelegenheit zu reiten und es war richtig cool. Es wurde auch ein bisschen galoppiert und so, es war echt schön. Don't say that while I'm around you. Dann bin ich am Sonntag dann weiter. Also es war alles hier in der Gegend, rund um Nepien. Dann bin ich jetzt hier in eine neue Familie gegangen zu einem Paar. Also heute ist der 24. also heute ist Weihnachten. Und wir sind noch drei Anrufer. Und die eine kommt auch aus Deutschland, mit der ich mir das immer teile. Ups, mein Akku ist gerade leer gegangen. Ich wollte noch sagen, ja, es ist hier Weihnachten und wir feiern halt hier alle zusammen und die haben so ein krasses Haus, das ist wirklich unglaublich, so unglaublich schön, ja, ist einfach riesig und genau, ich freue mich jetzt schon auf heute Abend, da ist dann halt Christmas Eve, haben wir richtig schönes Essen, glaube ich, dann und morgen am Christmas Day haben wir Brunch und alles und es wird auch richtig schön.